Total genial, dass du wieder dabei bist und dass wir über Glaube und Verstand nachdenken können. Ich will dich heute mit hineinnehmen, das Thema Feintuning-Argument. Hinter unserer Welt, hinter unserem Sein stecken Konstanten, die eigentlich im Grunde genommen unsere Welt zusammenhalten. Konstanten, wenn ich diese verändere, ist menschliches Leben nicht mehr möglich. Zum Beispiel die Schwerkraft. Es sind insgesamt 15 Konstanten, die ganz exakt eingestellt sind, auf das Millionstel exakt 15 Rädchen. Und wenn ich nur ein Rädchen verändere, gibt es uns gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr interessant, dass es 15 Konstanten gibt, die unsere Welt zusammenhalten. Und wenn ich da was verändere, sind wir nicht mehr da. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man genau diese 15 Rädchen so exakt eingestellt hat? Die Wahrscheinlichkeit ist sowas von gering, das ist 1 zu 10 hoch 90. Du gehst ja auch nicht auf der Straße entlang und siehst ein Auto und hast die Annahme, boah, da ist etwas vom Himmel gefallen, da sind Autoteile vom Himmel gefallen und da hat sich das Auto zusammengebaut. Sondern wir sehen das Auto und gehen davon aus, dass es da einen Erfinder gibt, einen Konstrukteur, der dieses Auto zusammengesetzt hat. Weil es genauso unwahrscheinlich ist, dass Teile vom Himmel fallen und dann setzt sich zufälligerweise dieses Auto zusammen. Und genauso mit unserer Welt. Wenn 15 Rädchen exakt eingestellt sind, dann ist es doch höchst unwahrscheinlich, von Zufall auszugehen. Ich bin der Überzeugung, da sieht man eigentlich, dass jemand ganz bewusst hier etwas ins Dasein gerufen hat, jemand das ganz bewusst eingestellt hat, damit wir da sein dürfen. Ich sehe da einen Gott dahinter, der mit einem Plan dieses Universum geschaffen hat, damit wir existieren können.